Ja, hallo, herzlich willkommen zur neuen Folge von Kiwis Stricklust. Ja, du bist hier in einem Stricktagebuch oder Handarbeitspodcast gelandet. Hier geht es ums wollige Thema. Wenn du durch Zufall hier reingestolpert bist und das nichts für dich ist, bedanke ich mich aber trotzdem für den Klick. Und ja, alle anderen, die das Thema interessiert und die neu dazu gekommen sind, dann wünsche ich euch eine schöne Stunde, in denen ich euch zeige, was ich so gestrickt habe, was ich in der letzten Woche gefärbt habe und ja, an welchen Projekten ich mehr oder weniger gearbeitet habe. Dann gibt es manchmal ein bisschen was aus dem Privaten zu erzählen. Ja. Also der ganz normale Wahnsinn sozusagen. Und das erwartet dich hier. Und wenn es dich interessiert, dann lass mir ruhig gerne ein Abo da. Da freue ich mich ganz doll drüber, denn wir haben demnächst die 3000er-Marke, die wir ja gerade anpeilen. Und wir sind so in der Zielgeraden. Und naja, dann gibt es auch wieder eine Verlosung. Natürlich auch ums Wollige, ums Strickige und mal sehen, wann wir das schaffen. Ansonsten begrüße ich natürlich auch meine treuen Zuschauer. Schön, dass ihr wieder eingeschalten habt. Und ja, ich zeige euch, wie gesagt, woran ich so die letzte Woche gewerkelt habe. Und ich würde sagen, wir starten ganz einfach. Und zwar habe ich an den Socken ein bisschen gestrickt, aber wirklich nur ein wenig, weil, wie gesagt, andere Projekte wichtiger waren. Das heißt, ein Projekt und etwas ist ja neu auf den Nadeln geflutscht. Das ist ein ganz normaler Sockenstrang aus Deich, also 75-25, die Deich Basic. Hier war ich, also ich habe ihn vorhin, ich bin schon beim zweiten Mal. Ich war hier bei dem Grau und jetzt habe ich den Braunton. Also ich habe so ungefähr 4, 5 Reihen gestrickt. Ich zeige euch nochmal das Knäuel und freue mich, da kommen gleich wieder die bunten Farben. Genau, ein bisschen komisch, wenn man alles schon mal erzählt hat, aber wenn das dann mit dem Speichern wieder mal nicht hingehauen hat und ich jetzt die Folge halt nochmal drehen muss. Aber ich komme wieder rein in den Fluss. Natürlich gibt es bei mir auch wieder einen Kaffee, obwohl der nur schon fast alle ist. Aber nur mal so zum Lippenbenetzen reicht das voll aus, denn ich brühe mir jetzt keinen mehr, das ist mir jetzt viel zu heiß. Apropos Kaffee. Nimm dir ein Getränk deiner Wahl und mach es dir mit mir gemütlich. Und wenn du mich und meinen Kanal unterstützen möchtest, dann findest du unten in der Infobox einen Link und kannst mir einen virtuellen Kaffee spendieren. Ja, ich bin gespannt. Es ist kein Muss, aber ich würde mich freuen. Das dazu. An meiner Green Machine, die ja nicht Move ist. Ja, ich weiß jetzt, wer sich angesprochen fühlt. Habe ich natürlich fleißig weiter gestrickt. Eigentlich wollte ich es ja heute fertig haben, das Projekt, aber das Leben kam dazwischen. Ich musste dreimal, viermal rippeln. Das Ganze sieht jetzt auch ein wenig vom Maschenbild her hier ribbelig, also die Wolle ist nicht mehr so schön wie am Anfang, wo das Maschenbild noch schön glatt ist. Dann merkt man, da ist der ganze Kladderadatsch geribbelt. Dann habe ich wieder ein Stückchen weiter gestrickt und dann musste ich wieder ribbeln und habe, ja, aber mir wurde gesagt, es zieht sich zusammen. Ich habe jedenfalls mein Fauxpas mit dem COBO in der englischen Anleitung Cast On und Break Over,
glaube ich, heißt das übersetzt, also abketten oder anschlagen. Ausgemerzt habe dabei aber auch gleich noch einen anderen Fehler mit ausgemerzt, sozusagen noch mal mehr gerippelt, als ich eigentlich hätte rippeln müssen. Denn ich war schon am Anfang und dann habe ich hier den Armausschnitt dann doch noch weiter gestrickt. Also sprich, ich habe das ganze Stück, war ja eigentlich hier zu Ende. Man sieht das ja auch sehr, man sieht jetzt sehr schön, bis hierher war gestrickt, bis dann, das habe ich gerippelt, das Stück habe ich jetzt länger gestrickt. Hier habe ich unten auch zusammengenäht, weil mich das gestört hat. Das war ja bis dahin in Teilen und dann wurde erst zur Runde geschlossen. Dann habe ich nach unten gestrickt. Ich zeige euch jetzt gerade den Rücken. Das ist ja aus meinem Lesgarn, 700 Meter auf 100 Gramm. Und ich bin noch nicht mit den 700 Metern fertig, bin aber, ich muss ungefähr so ein Stück noch stricken. Ich zeige euch gleich genaueres. Wie gesagt, das ist der vorne. Ich habe es übergeschüsselt, es passt. Jetzt ist das an den Ärmeln auch luftig und nicht ganz schlabberig, aber eben halt nicht so eng ansitzend, wie es gewesen ist. Und auf den Tipp bin ich gekommen und wurde auch darauf aufmerksam gemacht. Aber da war ich schon selber auf die Idee gekommen, das zu ändern. Also wie gesagt. Und ihr seht hier den kleinen Maschenmarkierer. Und von der Spitze bis zu dem Maschenmarkierer, also das Stück, das sind, glaube ich, 40 oder 45 Maschen, Reihen, Runden. Und die kommen jetzt hier unten sozusagen ran. Da habe ich jetzt das Lesteil begonnen, auch schon das zweite Mal, da wurde auch geribbelt, weil ich die Umschläge, die rechts abgestrickten, ich stricke da irgendwo zu locker, also ich habe die jetzt geribbelt. Ich hätte das Teil sonst wahrscheinlich wirklich nicht angezogen und das wäre schade, da ist so viel Arbeit drin. Und ich stricke die Umschläge jetzt verschränkt ab und damit ist hier unten in der, ja, okay, das, was ich links abgestrickt habe, ist immer noch groß, aber die rechten nicht. Ich werde jetzt gucken und werde die linken wahrscheinlich auch rechts abstricken. Vielleicht mache ich mir auch nochmal die Mühe und stricke die vier Reihen, sind es, die ich jetzt gestrickt habe, nochmal zurück. Oder ich lasse es jetzt so. Ich werde es wahrscheinlich lassen, weil jetzt habe ich echt mal irgendwann die Schnauze voll und möchte das Teil fertig haben und dann unten, wie gesagt, kommt jetzt das Lesteil ran und dann ist es fertig und dann kann ich es durchs Wasser ziehen und hoffe wirklich, dass es sich wirklich noch glättet und dass alles, was hier an Rippelwolle drin ist und auch hier unten meiner Zufriedenheit entspricht, dass ich nicht komplett alles nochmal neu mache, weil ich habe schon, wie gesagt, Fäden vernäht und die muss ich hier bloß noch abschneiden, aber das mache ich ja immer erst dann. Deshalb sind ja die, gucken die Fäden noch raus, vernäht sind sie. Aber ich habe die schon ich schneide die erst dann ab, wenn Entspannungsbad fertig ist und ich das dann in Form gezogen habe. Ja, von der Länge her passt es. Es ist eigentlich laut Anleitung ein Crop Top. Ich zeige euch die Anleitung gleich. Aber ich mache es ja nicht Crop. Also wie gesagt, da kommen jetzt ungefähr noch so knapp 15 cm sind das ja. Ich könnte ja, wenn ich ein Lineal hier habe, auch mal messen. 10 cm. Also 10 cm kommen unten noch ran. Und dann werde ich noch zwei, drei, wahrscheinlich ist zwar nicht in der Anleitung drin, aber ich werde dann mindestens 4 Runden kraus-rechts stricken und dann abketten, dass das unten, oder ich mache es gleich, aber ich glaube nicht. Die Idee ist nämlich bei meinem Summer Days Tee, da hat es jemand gemacht, ich hatte sie ja mit dem Rollrand und sie mag das nicht und hat das mit dem kraus-rechts-Rand abge... Und das fand ich toll und das sieht gut aus und das werde ich dann hier auch machen. Ansonsten wird hier nichts weiter rangestrickt. Zumindest jetzt nicht, dann wird es erstmal getragen und dann werde ich weiter entscheiden, ob ich noch ein I-Cord rundrum stricke oder ob ich das so wirklich als
schlapper. Es ist ja ein ganz leichtes. Durch das Les wird ja mit 4er Nadeln gestrickt. Hier unten beim Lesteil hat mir jetzt jemand gesagt, strickt mal auch, wenn es geht, eine Nadelstärke kleiner. Also habe ich jetzt auf die 3 oder 3,5 gewechselt. Ich habe die Farben noch nicht so im Kopf. Drei Fünfer. Also eine halbe Nummer bin ich runtergegangen für das Lesteil, damit es dann unten besser wird. Und wie gesagt, ich habe 700 Meter jetzt verstrickt. So viel habe ich noch. Das wären auch noch ein paar Runden. Und dann habe ich ja noch ein ganzes Knäuel. Und davon mache ich dann noch den Rest. Also wenn man es jetzt wirklich, ich stricke es ja in der 5. Größe, das müsste die XL sein. Wenn man das wirklich als Crop macht, dann reichen die 700 Meter wirklich aus, weil ich mache es ja ein Stück länger. Ich habe ja länger gestrickt. Das ist das zweite Strickprojekt, an dem ich gearbeitet habe. Und hier bin ich wieder mal mittendrin, statt nur dabei, sagt man ja so schön. Und da werde ich, ja, ich kann ja auch während wir stricken oder während wir quatschen, können wir ja auch stricken. So, ich muss hier bloß mal kurz was umhängen, weil, wie gesagt, ich ja die Folge schon mal aufgenommen hatte. So, ich habe ein richtig schönes Nachtblau gefärbt und zwar auf meiner neuen. Ich habe ja die Deich Merino Silk sowieso drinne, aber ich habe mich jetzt da bei verschiedensten Anbietern durchgetestet und diese Zusammensetzung ist die, die mir wirklich am besten gefällt für Tücher und auch für Oberteile. Und ich habe mir jetzt ein Oberteil rausgesucht, ich zeige euch das gleich. Das ist wirklich so ein, na wenn ich es hier halte, seht ihr, also es ist ein Blau. Aber ein richtig doll, tief, schon fast schwarzblau. Also nicht so lila, wie ihr es jetzt hier seht. Das verfälscht. Es ist wirklich ein richtiges, kräftiges, dunkles Blau. Und ich habe gestern noch Maschenproben gemacht, hin und her. Und hatte etliche Anleitungen in der Pipeline, wo ich gedacht habe, möchtest dir daraus auch noch mal Sommeroberteil stricken, weil im Moment bin ich so auf Sommeroberteile. Weiß auch nicht warum. Das liegt an den Hitzekoller wahrscheinlich. Jetzt habe ich mich hier irgendwie verdüdelt. Jetzt muss ich hier nur noch mal rauskommen. Ich höre gerade unsere Lotte draußen schnarchen. Ich erzähle gleich mehr dazu. So, jetzt gucke ich mal. Jetzt muss ich es noch mal einmal die Richtung machen. So, und jetzt stricke ich die eine Reihe zurück, weil ich, oh, hier ist eine Masche runtergefallen. Na, die muss ich doch mal retten. Das kommt davon. Jetzt muss ich mal ein bisschen zu euch kommen, weil da ist das Licht besser. So, ist aber Gott sei Dank bloß gerade hoch rechts. Die werde ich schnell hochstricken, so mache ich das immer, wenn sie mir abgehauen ist. So, gerettet. Und jetzt stricke ich die 5 oder 6 Maschen hier einfach zurück. Und dann kann ich euch den Anstrick zeigen. Ich stricke jetzt mit einer 3,5er Nadel. Und so. Habe das Bündchen angeschlagen. Ich zeige euch auch gleich die Anleitung. Kinder, ich bin heute irgendwo ein bisschen durch den Wind. Ein bisschen raus, ist alles nicht so tragisch. 3,5er Nadel, ich habe jetzt auch hier nicht großartig gesucht und wollte auch nicht suchen, ob ich irgendwo Shiagu oder sonstiges finde. Ich habe hier so eine ganz einfache Nadel, die hat aber wirklich eine schöne Spitze, obwohl ich kein Les oder sonstiges stricke. Es wird bloß im Moment eins rechts, eins links gestrickt fürs Bündchen und das Oberteil rechts. Und dann kommt noch eine Raffinesse, die wird links gestrickt. Das ist mein Anstrick. So. Ich werde zwar
von der Nadel so ein bisschen schieben. Ja, das ist bei so einen einfachen Nadeln so ein ganz einfaches Bündchen. Hier unten habe ich mit einer 3,25er 2 cm gestrickt und jetzt habe ich zur 3,5er gewechselt. Damit wird alles gestrickt. Und welches Teil ich stricke, ich verlinke euch das dann auch unten in der Infobox, ist Tata Pearl Soho, das Tanktop. Aber nicht, dass ihr denkt, ich mache jetzt hier einen auf Tanktop oder sonstiges. Ich finde bloß den Schnitt und ich habe die Anleitung schon ganz lange in der Pipeline. Das hier ist von 2015, also ist die Anleitung bestimmt auch noch älter. Und das wollte ich eigentlich schon immer stricken. Ich habe mir auch andere Anleitungen rausgesucht, die als Sommeroberteil, ich habe ja zwei Stränge gefärbt, also ich habe 800 Meter, zweimal 100 Gramm in diesem schönen Nachtblau und wollte da, wie gesagt, ein Sommeroberteil noch arbeiten und dann ist Sommer abgearbeitet. Ich mache jetzt hier noch den die grüne Maschine, die ja Move ist, zu Ende. Und dann kommt das hier noch und dann ist für mich die Zeit vorbei. Dann habe ich in den letzten, kann man ja sagen, drei Monaten fünf Oberteile, Sommeroberteile reicht. Also das ist, wie gesagt, hier ist es auch in so einem schönen dunklen Blau. Und man sieht, das ist hier oben ist ein ganz normales Hängerchen, also ohne Ärmel. Das Vorderteil wird länger, das Rückenteil ist länger und hier in der Mitte kommt wie so ein Keil rein und der wird dann halt links gestrickt. Und anfängt man mit dem Vorderteil, was hier bis hier oben hin in diesem Bündchenmuster gestrickt wird, dann legt man still, dann strickt man das Rückenteil auch hoch, 10 cm, legt natürlich nicht still, dann nimmt man hier an der Seite Maschen auf für den linken Teil, dann kommt das wieder auf die Nadel, dann nimmt man hinten noch die anderen Maschen auf für den Keil und dann strickt man wieder zurück. Und dann ist man hier oben und strickt in Runden und dadurch wird es nicht ganz so eintönig, weil man dann immer ein paar, also so, ich weiß gar nicht, wie viel so ein Spalt ist. Die werden auch unterschiedlich breit, die Spalte. Einmal 24 Maschen und einmal 12. Also einer ist ein bisschen doppelt so breit wie der. Nee, falsch. Die werden beide 12. Klar, man nimmt erst die auf. Genau, also 24 Maschen sind dazwischen, 103 hat vorne, 103 hat hinten, Mathe ist nicht meins, am Ende brauche ich 254 Maschen. Also wer jetzt pfiffig ist, tippt mal kurz ein, ansonsten schreibt er mir strickpolizeimäßig, nein, das ist falsch und so weiter. Also hier ist der Schnitt von dem Top sozusagen. Da bin ich ja jetzt, habe ich angefangen. Und das ist ja hier sozusagen dann ja das, was dazwischen eigentlich hängt. Deshalb ist hier noch so eine gestrichelte Linie. Also nicht, dass ihr denkt, da wird zugenommen in dem Sinne. Das liegt dann schon so ein bisschen, dadurch, dass es links gestrickt wird, drinne. Irgendwo war noch ein anderes Foto. Es gibt aber ganz viele Projekte auf Revely. Wie gesagt, ich verlinke das. Ich werde das auch einpflegen. Ich habe meine anderen Teile auch eingepflegt. Hier ist nochmal so. Hier wird es natürlich mit Leinen gestrickt. Für den Sommer. Und hier seht ihr praktisch, hier in der Mitte ist dann wie so ein Spalt, wo links gestrickt wird. Kann ich mir ganz gut vorstellen. Hat mir gefallen. Und wenn man sich in einen Teil verliebt, naja, dann strickt man es. Und wenn die Wolle nicht reichen sollte, was ich aber nicht glaube, dann färbe ich mir den Farbton halt nochmal nach. Ich habe ja das Rezept alles aufgeschrieben. Das kriege ich dann schon hin. Also, wie gesagt, daran arbeite ich wie eine... Ach so, hatte ich euch von dem anderen, von der Green Maschine,
die Anleitung gezeigt. Also wie gesagt, es ist ja mehr kurz und ich habe das Teil hier verlängert und stricke das jetzt hier unten ran. Ganz, ganz einfach und easy und will ich am Wochenende noch fertig bekommen und dann, weil die Wolle hier, die ist so toll und die lässt sich so super stricken. Also das ist Merino extra fein, 75% und 25% Maulbeerseide. Und das ist wirklich ein Träumchen. Kann ich wirklich, also kann man bald gar nicht aus der Hand legen. Jetzt muss ich bloß mal gucken. Der Rand an der Seite, dass der schön wird, wird immer in der einen Reihe mit Faden nach vorn und in der anderen Reihe am Anfang mit Faden hinten abgehoben, weil das ist ja dann nachher so, dadurch, dass es ja offen ist, wird da nicht zusammengemacht und genäht. Das soll bloß ein ordentlicher Abschluss sein. Auf der Seite ist er dann auch ordentlich und hier oben ist er auch. Also in der Rückreihe wird er mit Faden nach hinten abgehoben und in der Hinreihe wird mit Faden vorne. Ich bin jetzt in der Rückreihe. Nicht, dass ihr euch wundert, weil der Anfangsfaden hier ist, der ist normalerweise, ich habe die Maschen aufgestrickt, weil ich musste 103 Maschen aufstricken, anschlagen sozusagen. Und wenn man wirklich nur knapp, also ich meine, laut Anleitung passt das mit den Meterangaben, aber man weiß ja nie und dann mag ich es nicht, wenn ich dann nachher so ein Stück Faden beim Maschen aufnehmen verschenke. Das sind schon wieder, ist schon wieder so ein Stück gestricktes. So, und das hebe ich jetzt ab und dann wird ganz normal eins rechts, eins links gestrickt und ich sollte eigentlich weiter erzählen. Ich stricke einfach mal eine Runde und erzähle, was so passiert ist in der Woche. Etwas nicht so ganz Erfreuliches ist nämlich mit unserer Lotte passiert. Deshalb, ich habe immer ein Ohr auf sie. Die hat sich mit dem, naja, wir haben ja noch so einen Außenkater, so einen Freigänger, der nur zum Fressen und Schmusen kommt und ansonsten ist er unterwegs. Und die verstehen sich überhaupt nicht. Da gibt es nur Stunk. Also Lotte geht auch nur raus, wenn er nicht da ist. Ansonsten, ich meine, sie war jetzt die letzte Zeit, sie ist ja auch alt, schon 12, sowieso drin. Aber sie ist, jedenfalls wenn er da ist, ist er nicht raus oder sie bleibt auf Abstand. Und gestern war Donnerstag, Mittwoch, Vormittag war sie draußen, weil er kommt immer nur früh zum Fressen und dann streunert er wieder rum und dann kommt er abends wieder so um 5, 6, 6, je nachdem, manchmal auch ein bisschen Zeit, ja, dann muss er aber warten. Futter gibt es eben erst um 6. Wenn die Glocken läuten. Ja, zugelaufener, er muss kastriert sein, sprich, er hat keine und so weiter und so fort. Und ist eigentlich auch ein ganz lieber und verschmuster und ja, kommt auf den Schoß und lehnt sich an und kuschelt sich ein und braucht auch seine Streicheleinheiten, kriegt er von uns auch. Aber wie gesagt, unsere Lotte hat Vorrang, die haben wir nun schon so lange. Und es ist ein bisschen schade in meiner Brust, dass die sich beide nicht vertragen, schmerzt es dann. Und wie gesagt, Mittwoch gab es draußen, muss der andere doch am Vormittag da gewesen sein. Und Lotte war draußen und hat sich in Sicherheit gewiegt oder gewähnt, wie man das auch sagt. Jedenfalls gab es Zoff und Lotte kam humpelnd rein und habe ich gedacht, naja, dann lasse mal, dann bin ich arbeiten gegangen, dann war ich so um 3:15 wieder zu Hause und gucke und dann sitzt sie unten im Keller und mauzt und kommt die Treppe nicht hoch, denke, na, dann bin ich runtergegangen, habe sie hochgeholt und dann hat sie sich gar nicht hingestellt, hat sich gleich hingesetzt, hingelegt und war auch nicht, ich meine, sie hat nicht vor Schmerzen geschrien, aber man hat gemerkt, es ist stimmt was nicht. Dann habe ich eine liebe WhatsApp-Gruppe, weil unser Tierarzt in der Sommerzeit jetzt in den Ferien nur vormittags offen hat. Dann haben die Mädels gesagt, nee, geh mal
suche dir raus. Und dann haben sie mir geholfen. Das ist immer schön, ratzfatz, Tierarzt rausgesucht, der dann auch noch Nachmittag offen hatte. Weil ansonsten wäre bloß der Notarzt gewesen. Da habe ich mich auch schon, aber der wäre erst um 6 losgegangen. Mich auch schon nacherkundigt gehabt. Und dann habe ich Überraschungsangriff, Lotte, also die Transportbox, muss ich sagen, habe ich erstmal aus dem Keller geholt. Da hatte mein Mann Werkzeug und alles drin. Da habe ich gedacht, nee, also jetzt so, alles auf der Erde, das sieht aus. Und na, muss er sich was anderes suchen. Kann ihm ja eine Aldi-Tüte hinstellen. So, jetzt bin ich mit einer Runde fertig. Jedenfalls habe ich dann ganz schnell die Transportbox in Gang gebracht und Lotte auch ohne Probleme. Ich hatte erst Angst, weil die ist ja noch nie beim Tierarzt gewesen, außer wo sie so ganz jung war, wo wir sie kastrieren lassen haben. Ansonsten war sie nie beim Arzt, also schimpft jetzt auch nicht. Impfung und sowas hat sie nicht. Die wird entwurmt, wird Flohzeug und so und mehr hat sie nicht. War bis jetzt auch immer gesund. Ab und zu mal ein paar Problemchen mit dem Stuhlgang, wenn sie zu viel Trockenfutter frisst oder so. Aber dann kriegt man das alles wieder auf die Reihe. Ja, so. Also, Lotte rein zum Tierarzt gefahren. Die hatte nämlich gesagt, bis halb fünf darf, wenn ich bis halb fünf da bin, dann kann ich noch rangenommen werden. War ich aber, Entschuldigung, oh, ich habe nämlich die beiden Nächte auf der Couch, was keine Schlafcouch ist, geschlafen. Mir tut alles weh, aber für die Katze tut man alles. Ein bisschen müde, nicht gut geschlafen. Tierarzt und der vermutet Kreuzbandriss. So, jetzt haben wir Schmerzmittel. Dann war ich gestern aber trotzdem Vormittag noch bei unserer Ärztin und die hat gesagt, sie hat das auch so mit dem Abtasten so gemacht und sie ist aber der Meinung, da ist nicht die Bänder sind nicht gerissen, sondern gedehnt, eine Bänderdehnung oder so, weil die Kniescheibe flutscht immer raus und rein. Und das ist eher nicht das Anzeichen für einen Kreuzbandriss, die komische Sehne, sondern dafür, dass die Bänder also irgendwie umgeknickt oder keine Ahnung, was die beiden da draußen gemacht haben. Ja, eine Operation würde ich ihr gerne ersparen und okay, sie hat jetzt die Schmerzmittel und sie läuft auch schon ein bisschen. Ja, schläft aber auch viel und soll ja auch in Ruhe und die geben wir ihr ja auch, aber es ist eben halt jetzt wissen. Oh, nochmal Entschuldigung. Also, aber ich mache jetzt nicht Stopp und koche mir noch einen Kaffee. Jetzt wissen wir wenigstens, wie schwer sie ist. Knappe 8 Kilo. Ich weiß, nicht schimpfen. Sie ist ein bisschen adipös. Ja, ist wie unsere Familie im Ganzen. Genau. So. Jedenfalls, Dienstag entscheidet es sich, ob sie operiert wird oder nicht. Wenn ich soll sie jetzt die paar Tage beobachten, vielleicht sind es ja wirklich irgendwie die Bänder und es gibt sich wieder. Und ja, ansonsten, wie gesagt, steht uns eine OP bevor. Und naja, dann müssen wir hier auch ein bisschen gucken, wie wir das denn katzengerecht machen, weil Katzen ja doch ihren eigenen Dickschädel haben. Wenn sie die Treppe nicht hoch sollen, gehen sie ja trotzdem hoch. Und wenn du nicht da bist, dann musst du und einsperren ist auch doof. Also da müssen wir uns noch irgendwas einfallen lassen, damit sie die Treppe nicht hochgeht, dass sie wenigstens auf der unteren Etage gehen kann. Also irgendwas, ein Gitter oder irgendwas vorbauen, muss ich meinem Mann irgendwas einfallen lassen. Wenn es wirklich so weit ist. So, das war das. Erfreuliches war in der Woche, ich hatte gestern ganz lieben Besuch bei mir drüben in der WPS. Und zwar Melanie und Sabrina. Hallo ihr beiden. Ich weiß, ihr seid gut zu Hause angekommen. Ich habe die Nachricht abends noch oder gesagt heute früh gelesen. Melanie kennt ihr und zwar Kanal Frei Vibe. Ganz toll. Also wir haben einen super tollen Nachmittag gehabt. Zumindest habe ich so empfunden. Ich fand es wunderschön. Wir haben gesessen und wollten stricken. Okay, Sabrina hat gestrickt, aber Melanie und ich, wir haben meistens nur gequatscht. Und dann so Alibi, ich wollte noch Socken anstricken, weil ich hatte eigentlich meinen Kaskader
Ach, nicht mein Kaskader, das habe ich an, sage ich gleich noch. Die grüne Maschine mit, aber Lesmuster in der Quatschrunde ist Quatsch. Geht nicht. Also wollte ich noch ein paar Socken anstricken, aber ich habe keine Lust gehabt. Hochachtung vor den Mädels, die sind bei knappen 40 Grad trotzdem zu mir zu Besuch gekommen. Ich meine, sie hätten auch absagen können, hätte ich verstanden bei den Temperaturen. Aber sie haben die 2 Stunden knappe Autofahrt auf sich genommen und sind zu uns, also zu mir gekommen. Und es war wirklich ein ganz toller Nachmittag. Und es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir uns sehen. Entweder mal fahre ich rüber oder sie kommen auch mal wieder. Oder man trifft sich auf dem Mittelaltermarkt in Beeskow, auf der Burg Beeskow im Oktober oder so. Also da finden sich schon irgendwelche Möglichkeiten. Aber ich habe, und deshalb habe ich die, habe ich vorhin nämlich schon umgehangen, ich habe ja schon mal gedreht, Sabrina hat mir ganz tolle Fortschrittsmarker, also keine Maschenmarkierer, gebastelt. Und den Eisbecher, den habe ich nämlich vorhin schon in meinem neuen Anschlag drin gehabt, damit ich euch das zeige. Okay, jetzt ist ja noch eine Reihe dazugekommen, das macht aber gar nichts. Ich hänge die wieder rein, weil der Eisbecher, der passt so schön. Das war gestern so heiß. Wir haben zwar kein Eis gegessen, aber den sanften Engel als Cocktail getrunken, alkoholfrei, mit O-Saft und Vanilleeis. Und jetzt beim Stricken werde ich immer an unsere Runde bei den Temperaturen denken, weil da ist ja jetzt der Eisbecher dran. Also ganz lieben Dank. Natürlich haben die Mädels mir auch eine Grünpflanze für die WPS mit rübergebracht. Auch ich könnte ja schon wieder stricken. Nein, wir legen es beiseite. Sonst werde ich nie fertig. Und da war eben halt so ein kleines Säckchen drin und es war sozusagen eine Überraschung. Aber Melli hat mich aufmerksam gemacht, weil ich hätte das erst heute Vormittag gesehen, wenn ich war ja drüben und habe die Wolle geholt, die ich euch jetzt gleich zeigen werde. Und dann beim Auspacken, weil gestern haben wir alles so stehen und liegen lassen. Ich habe heute erst abgewaschen und Ordnung gemacht, habe ja Zeit. Da hat sie mir gesagt, seht ihr, ich brauche mehr Kaffee. Also spendet. Nein, Quatsch. Scherz beiseite. Da ist ein Maschenmarkierer, also da ist ein Säckchen drin, da ist eine Überraschung drin. Und da waren eben halt die Fortschrittsmarker drin. Genau. Und da habe ich mich wahnsinnig doll gefreut. Und die anderen beiden kommen jetzt auch gleich, damit ich es nicht irgendwo verbummle in mein Säckchen, was ich ja immer in den Taschen drin habe. Außer eine kleine Schere, die kommt aber auch nochmal irgendwann. Und dann werde ich jetzt hier in den Projektbeutel mein... Ach, die Wolle ist so schön weich. Kinder, habe ich euch schon gesagt, dass die Wolle so schön weich ist. Also, ne? Und jetzt kommen wir auch zu der Wolle, die zeige ich euch jetzt, weil, wie gesagt, ich da ja noch ein paar Semisolid-Färbungen gemacht habe. Und zwar wieder mal Eselsohr, geht für ein Pullover immer oder auch mal für ein Tuchprojekt. Also dieser Silberton. Sag oder grau, ich sag dazu, also bei mir heißt er halt Silberesel, also Eselsohr, so. Das ist der Eselsohr, der ist von der Färbung her, ich habe ja auch noch die Zinn drinne, die ist heller und das ist das Eselsohr, das ist so ein bisschen dunkler. Ich halte es mal so ein bisschen hierher, dann könnte es eventuell von der Farbe her besser rüberkommen. Dann habe ich mal für alle Rotliebhaber unter euch, gibt es ja, die Rotweinschorle wieder mal gefärbt. Die habe ich ja auch noch auf anderen Qualitäten schon gehabt. Und die musste unbedingt sein, weil, wie gesagt, so ein Rot und so ein Grau zusammen als Tuch kann ich mir gut vorstellen. Aber jetzt kommt ja noch die Knallerfarbe, wo es auch super passt. Petrolalarm. Also es ist wirklich ein Petrol. Nicht so ein hellblau, sondern ein Petrol.
Und wenn ich Petrol und Rot zusammen habe, finde ich es toll. Ich finde aber auch Petrol und das Eselsohr super zusammen. Und dann darf natürlich die Bronze nicht fehlen. Die habe ich auch wieder gefärbt auf der Qualität. Und die sind jetzt, wie gesagt, oder ziehen jetzt gerade ein. Ich muss noch die Fotos hochladen und einstellen. Aber wenn ihr das Video seht oder eine halbe Stunde, Stunde später, also heute Abend, sind die Stränge eingestellt in den Shop. Und es gibt die Rubrik ja die Silk auch als Auftragsfärbung und dann könnt ihr euch die Farben natürlich dann auch nachbestellen oder besser gesagt kaufen. Wenn ihr jetzt die Stränge nicht abbekommt, die kann ich alle nachfärben. Deshalb ist es ja das Schöne, dass man die Auftragsfärbung hat, weil man ja nur eine gewisse Anzahl und ich habe schon Pullover-Tuchprojektmengen mit eingestellt, aber die sind immer so ratzfatz schnell dann raus. Dann kann ich, wenn ihr die als Auftrag nach auch ordert, als Pre-Order sozusagen, dann färbe ich die nach. Die Qualität ist da und dann habt ihr sie dann eben halt nicht einen Tag oder 2 Tage später, sondern eben halt eine Woche oder so später. Das ist aber auch kein Problem. Mache ich ja bei den anderen Garnen auch so. Dann habe ich noch neu drinne wieder mein Schäfchen als Fortschrittsmarker. Und zwar ganz normal. Ihr kennt den ja. Ich mach mal jetzt so. Das Schäfchen ist wieder drinne. Als nicht Progress Keeper, ich sage Fortschrittsmarker. Dann habe ich den, lege ich mal hier noch zur Seite. Das Schäfchen mit so ein, zwei anderen noch, die so ein bisschen, naja, die Farben sind aber unterschiedlich. Also ihr kriegt jetzt nicht unbedingt rot und was ist jetzt da dran, ne? Farblos, also so richtig wie so ein Edelstein, zeigt sich ein bisschen blöd, ne? Also wie gesagt, auf dem Foto seht ihr es im Shop. Diese gibt es auch und hier sind sie auch nochmal einzeln. Also und ich habe auch extra reingeschrieben, es sind nur Farbbeispiele. Also so, ihr kriegt die je nachdem, wie ich die zusammensetze. Und ich mache jetzt nicht für jeden rein, sondern ihr wisst ungefähr, was euch erwartet. Aber wie gesagt, die Farben sind nicht so. Außer einer sagt jetzt, ich möchte jetzt unbedingt 4 Stück von dem Türkis oder 4 Stück von diesem, was ist das für ein Grünton? Ist Smaragd, glaube ich, ne? Grün. Und oder von dem Bernstein oder so. Also wenn ihr unbedingt 4 gleiche haben wollt, dann müsst ihr mich vorher, wenn es geht, anschreiben. Meine Mail, also Kontaktdaten sind ja auf alle Fälle im Shop enthalten, so dass ihr da sagen könnt, Mensch, ich möchte jetzt nicht als Überraschung irgendwelche Farben zusammengestellt haben. Ich möchte jetzt wirklich mal einfach 4 Stück davon oder 2 davon, 2 davon. Ne? Also es gibt aber auch noch ein paar andere Farben. Und dann habe ich auch noch mal meine, die ich ja jetzt schon als Maschenmarkierer drin habe, mit diesen Edelsteinsplitterchen. Und da habe ich jetzt auch noch ein paar Fortschritts Markierer gebastelt für euch und die sind auch im Shop drin. Und da ist es genauso, da kommt eben ein Stein. Und hier bei dem Set sind es 3, bei dem Set sind es 4, bei dem sind 2 von diesen Kristalldingern und ein Schäfchen oder das Schäfchen halt auch einzeln. Ne? Das sind so die Sachen, die jetzt im Shop schon drinne sind. Die wollte ich euch aber trotzdem noch mal zeigen. Auf Instagram habe ich die ja schon gepostet.
Übrigens finde ich das super. Also es sind schon etliche rübergewechselt. Ich habe ja, wie gesagt, privat Kiwi Stricklust und das Oderdeichscharf, das Unterstrich Oderdeichscharf bei Instagram. Da wird ja alles so, was mit der Firma zu tun hat, gepostet. Ich verlinke zwar beides im Moment, also da poste ich, verlinke es aber, dass ihr das auch noch seht. Aber es hopsen schon viele Follower rüber und ich würde mich freuen, oder wenn ihr eben halt mir auf Instagram auch dort folgt, dann verpasst ihr natürlich auch nichts. So, das war das. Dann habe ich jetzt noch ganz kurz, also am Montag, Dienstag werden die Sommer, also es ist wirklich nur Kaffee. Sommerspezial, unsere Aktion von Cindy, Masche für Masche, oder auf Instagram oder YouTube, Hanyu Handmade. Wir hatten ja den Sommerstrang und eine Projekttasche und noch ein bisschen Sommerschnick und Schnack gibt es ja dazu und wird Montag, Dienstag wird verschickt. Und wir hatten ja gesagt, am 15. habt ihr es, also so stand es ja drinne und das haben wir auch alles super hinbekommen und alles ist fertig. Ich habe die Taschen schon, ich bin schon am Packen und Montag geht der erste Schwung weg. Vielleicht schaffe ich auch Montag gleich alle zur Post, dann freut die sich wieder. Ja. Und da wurde ich angeschrieben von einer netten Zuschauerin, die auch dieses Sommerspezial hat. Und sie hat gesagt, ob wir da einen Karl planen. So mit einem Strang ein Tuch Projekt. Gibt es ja ganz viele Anleitungen im Internet, wo man für einen Strang Wolle, aus einem Strang Wolle ein Tuch stricken kann. Und da habe ich gesagt, ich werde einfach mal bei mir hier jetzt hier euch draußen fragen, ob ihr Lust und Laune habt. Dann schreibt doch unten in den Kommentaren rein, dass wir zusammen einen Strang Wolle oder besser gesagt ein Tuch halt stricken. Und selbst die, die jetzt das Sommerspecial nicht haben, aber trotzdem gerne mitstricken wollen, können ja auch mitstricken. Also es ist jetzt nicht so, dass nur diejenigen mitmachen dürfen, die jetzt auch das gekauft haben. Nö, jeder, der so Lust und Laune hat und mal so ein kleineres Tuchprojekt, was eigentlich man ja dann eben entweder in Rundform wie die Dotti oder das Linustuch in einem asymmetrischen, also nicht so ein Riesentuch, sondern wirklich für einen Strang. Da würde ich mal mich hinsetzen und mir ein paar Anleitungen raussuchen und würde nächste Woche euch fragen, oder besser gesagt, dann könnte man eventuell mal sagen, ja, Interesse besteht. Dann könnt ihr sagen, Mensch, ja, und ich versuche kostenlose Anleitungen rauszusuchen, sodass wirklich jeder die Möglichkeit hat, mitzustricken. Und weil, wie gesagt, so eine Anleitung, manchmal, ja, die ganze Lage draußen, die Wirtschaft, Inflation, alles ist manchmal nicht einfach. Und deshalb suchen wir da eine kostenlose Anleitung raus und dann wird eben zusammen gestrickt. Nur, dass man so ein bisschen was jetzt, ob es ein Baumwollgarn ist, direkt als Sommertuch oder ob es ein Baumwoll-Seidenmischung oder mit Leinen was ist oder was ihr bei euch im Stash habt. Ja, einfach nur ein Strang zwischen 400 und 450, so, also in ganz normalen Fingering-Stärke zusammen stricken. Was haltet ihr davon? Schreibt mir doch bitte mal, also wie sagt Anne immer so schön, Hausaufgabe für euch. Schreibt unten einfach mal in den Kommentar rein, ob ihr Lust habt oder nicht. Und dann habe ich auch noch eine zweite Sache, wo ich euch bitten würde, unten mit rein zu schreiben. Die Anleitung von meinem Sommer Days Tea gibt es ja auf Reveille schon als Projekt, auf Instagram haben wir ja da, ich verlinke unten in der Infobox nochmal, wo ihr mal gucken könnt. Also da sind jetzt schon, glaube, drei, vier sind jetzt schon fertig. Gibt schon ein paar Fotos mehr.
Und im Großen und Ganzen sind alle Teststricker fertig. Und ich bin ja auch dabei, gerade alles ins Reine zu machen, weil so oben, gerade um diesen Teil, diese, na, wie sagt man, Zunahmemethoden, die ja miteinander vermischt wurden, da waren noch zwei, drei kleine Fehlerchen und so noch ein paar, die merze ich noch aus. Und dann wäre nämlich die Anleitung auch fertig. Und ich hoffe, dass ich es zum 15. schaffe, aber es kann auch sein, dass er erst zum 20. rauskommt. Und dann würde ich nämlich auch auf der Deich Soft Sock. Also für meine Größe habe ich ja zwei Stränge gebraucht. Und ich habe die, habe ich die L gestrickt oder auch die XL? Ich habe ja einmal, ne, einmal habe ich eine M gestrickt aus dem Holzgarn und einmal habe ich die L gestrickt, genau. Und da habe ich zwei Stränge gebraucht. Ich würde ein Set färben für euch, so mit ein paar Farben, Semisolid, dass man so für einen Pullover oder ihr schreibt rein, ihr könntet euch auch vorstellen, dass er mit Speckles oder so ist, dass es nicht ganz eintönig ist als Sommertee und man kann den auch im Herbst dann eben halt über ein T-Shirt noch drüber ziehen oder so. Also, oder wenn man es jetzt mit einem anderen Garn macht, den kann man auch noch, wie sagt man so schön, im goldenen Herbst, natürlich nicht im tiefsten Winter, außer einer ist von euch Millionär und kann sich dann eben auch im Winter die Heizung aufdrehen, dass er 26, 27 Grad in der Stube hat. Dann kann er natürlich auch den Pullover anziehen. Ja, aber ansonsten würde ich da auch mal so ein paar Sets färben und würde die einstellen. Und dann gibt es beim ersten Mal sozusagen sowieso die Anleitung zum Einführungspreis. Da sage ich euch dann aber ganz genau Bescheid. Und dann wird es die Anleitung auf Ravelry geben, aber viele sind auch nicht bei Ravelry und deshalb wird es die auch bei mir im Shop geben. Da habe ich ja auch eine Anleitungsrubrik, wo im Moment nur die Socken drinne sind. Und da könnt ihr dann das Summer Days Tee auch kaufen und euch als PDF dann sozusagen runterladen. Da sind dann keine Versandkosten oder sonstiges bei, sondern da bekommt ihr dann einen Link zugeschickt, den, und wenn ihr darauf geht, dann kriegt ihr die PDF, so wie es auch bei Ravelry ist. Bekommt ihr den Link und dann könnt ihr euch die PDF abspeichern und ausdrucken, in den Knit-Compen reinmachen oder in eine andere App und dann könnt ihr loslegen. So der Plan. Und ich gebe mir Mühe, dass ich es wirklich spätestens zum 20. August schaffe. So, also Hausaufgabe. Sind Stricksets gewünscht oder wollt ihr die Anleitung mit euren Garnen stricken? Wollt ihr das eventuell mit der schönen Merino-Seide oder wollt ihr das noch mit Merino und Leinen oder Baumwolle, Merino-Mischung oder schreibt einfach rein so als Sommershirt oder ihr sagt, wir stricken gerne mit, aber wir haben in unserem Stash ganz viel Wolle. Bin ich euch überhaupt nicht böse, dann nehmt ihr eure Wolle. Stash-Abbau geht natürlich auch vor. So, und jetzt bin ich bei 48 und staune, weil vorhin war ich über eine Stunde. Habe ich irgendwas vergessen, was ich euch nicht gezeigt habe? Nö, eigentlich nicht. Dann mache ich einfach Schluss. Gucke, ob ich noch ein, zwei Fotos finde. Vorne ran und ein, zwei Fotos hinten ran. Das mit dem virtuellen Kaffee und unten in der Infobox, den Link dazu habe ich euch gesagt. Vorsichtig muss ich mit meinem Stativ sein. Da ist jetzt auch wieder Neues fällig, weil da was abgebrochen ist. Also die Konstruktion ist heute semisolid. Dann wird, wie gesagt, das. Ach so, ich wollte euch das Cascata. Genau. Ich wusste doch, dass wir wieder auf eine Stunde kommen. Was ich anhabe, ist ja das Cascata. Das habe ich aus einem Verlaufsbobbel bei Kiwi 67 auf Ravelry ist auch, aber ich habe nicht hingeschrieben, mit wie viel Maschen und so weiter und so fort. Also da bin ich bin schon zufrieden, dass ich ein, zwei Fotos einstelle und schreibe, welche Größe ich stricke und von wo die Wolle ist.
Das ist schon mal viel. So, und das ist das Cascata mit C vorne. Ich verlinke euch das dann auch so. Das ist ein rund passend Shirt und aus einem Verlaufsbobbel von Bobbelstübchen von der Petra, wo ich damals ja meine Bobbel gerne gekauft habe. Und hier habe ich gekleckert. Habe ich gekleckert. Also das ist jetzt, ja, ich hab gelempert. Hier ist eine Fegner drinne und auf der Seite ist dieser schöne Lace-Einsatz drin. Ja, ich habe heute nur kurze Hose an. Bei 30, 40 Grad braucht man keine langen Sachen. Und das ist, wie gesagt, 50 Baumwolle, 50 Poli, so ein ganz normaler Verlaufsbobbel und der ist für so ein Sommeroberteil wirklich super geeignet und hat sich auch eigentlich relativ schnell gestrickt. Ich glaube, den habe ich vor 3 Jahren im Spreewaldurlaub gestrickt. Ich glaube, im Spreewald waren wir noch vor Corona. Oder waren wir da auch schon, war da schon Corona? War das vor 2 Jahren? Kann auch vor 2 Jahren gewesen sein. Müsste mal nachgucken. Ja, genau. Letztes Jahr war Tangermünde. Davor kann sein, dass da der Spreewald war. Und davor war dann, glaube ich, Eisenach. Und davor war Wernigerode. Und dies Jahr war Home. My home is my castle. No? So, also, Cascata-Shirt ist auch eine kostenlose Anleitung. Verlinke ich nochmal. Und wie gesagt, der Verlaufsbobbel war noch mehr. Da ist noch, wäre noch vom Türkis dann ins Dunkelblau gewandert. Aber dann wäre es eine Tunika. Dann wäre es ein Kleid. Ich hätte auch ein Kleid stricken können. Ich meine, das Lesmuster kann man ja so lang weiterlaufen lassen. Ich hätte da immer mehr machen können. Dann wäre es auch ein Kleid geworden. Aber manchmal kann man ja auch mit einem kleinen Bobbel. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie viel Meter der hatte. Ich weiß nicht, ob das auf der Karte, auf dem Foto drauf ist bei Revelli, dass da die Lauflänge drauf gewesen ist. Kann ich nicht sagen. Ich trage es jedenfalls wahnsinnig gerne. Gerade jetzt so, wo es warm ist, ist das wirklich ein, ja, leichtes Oberteil und ich liebe es so. Und wir sind immer noch unter einer Stunde und ich habe nichts weiter mehr zu erzählen. Wie gesagt, die Sommer Specials gehen raus am Montag, Dienstag. Das Summer Days Tea wird dann die Woche da drauf veröffentlicht. Ich stricke an meiner grünen Maschine weiter, dass ich das tragen kann. Und natürlich an dem schönen Garn und an dem Sommeroberteil. Hatte ich euch da überhaupt die Anleitung gezeigt? Ich weiß, doch, hatte ich gesagt. Ja, das Pearl, ich habe es gezeigt. Ich war mir jetzt nicht ganz sicher. Ja, so, also, dann haben wir das auch erledigt. Und genau, dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Ich hoffe, ihr bekommt irgendwo Gewitter ab, dass es sich ein bisschen abkühlt. Aber ohne irgendwelche Schäden, Wasserkeller oder sowas braucht man nicht. Einfach mal so ein richtig schönes, reiniges Gewitter. Darauf warten wir auch. Aber man kann nicht alles haben. Ach, ich werde euch am Ende noch mal einblenden. Meine ersten Nähversuche. Ich habe nämlich ein paar Fotos gemacht von unserem Anbau draußen, da wo der Sturmscharn war, wo damals die Wand umgekracht ist. Da hatte ich, glaube ich, auch ein Foto oder so eingeblendet. Und ich habe mir selber, was heißt selber? Also wir haben Jute, also wie so ein Sack Stoff bestellt. Und den habe ich. Also gerade nähen kann ich schon und dann unten eine Schlaufe, wo man so eine Strippe reinziehen kann. Da haben wir so eine ganz normale Bambusstange oder so, so eine metermäßig reingeschoben. Dann haben wir bestellt so ein Bleiband, was 400 Gramm auf dem Meter hat oder 200 Gramm. Ich glaube sogar 400. Wir haben das Schwerste genommen. Unten rein, dass es schön schwer ist. Oben so eine Schlaufe, das habe ich auch hingekriegt mit Nähen. Da ist ein Stock drinne und dann wird es einfach nur hoch. Also wir rollen das nur so ein und dann haben wir oben so eine Bastkordelstrippe, die man hier auch in Projekttaschen so reinmacht. Und dann wird einfach nur eine Schleife gemacht. Und
Wir wollten erst zumachen und richtige Fenster einsetzen, aber wir haben uns dafür entschieden, das ist so schön luftig, wenn da der Wind durchweht. Und um es als Sonnenschutz zu haben, haben wir eben halt die. Und da habe ich das erste Mal mit meiner Nähmaschine genäht und das hat geklappt. Probleme mit dem Zuschneiden habe ich noch ein bisschen. Da muss ich noch üben. Und dass die Naht gerade wird, muss ich auch noch üben. Aber ansonsten bin ich schon für meine ersten Sachen zufrieden. Wir haben oben noch mal ein kleines Teil, weil das Dach abschüssig ist. Das sieht man jetzt auch auf den Fotos. Die sind zwar gleich lang, die Vorhänge, aber der eine hängt ein bisschen höher, der andere tiefer. Und damit oben dann der Schlitz zu ist, hat mein Mann gesagt, nehmen wir noch mal einfach so eins, das hat er oben rangetackert, was 6 cm ist, einfach nur so ein Streifen, den hat er oben noch so, als dass der Zwischenraum nicht zu sehen ist durch das hohe, weil wir das ja so, guckt einfach selber, ich mache noch ein Foto hinten ran und wir sind immer noch bei unter einer Stunde. Okay, mit den Fotos hinten dran. Aber ich tue mein Very Best, so wollte ich sagen. Ich verabschiede mich jetzt und ich hoffe, es ist euch nicht zu chaotisch. Aber ja, so ist es manchmal. Ne? Macht's gut, bleibt gesund oder werdet gesund. Habt eine schöne Zeit und wir sehen uns nächste Woche wieder. Und dann bin ich auf eure Kommentare gespannt. Und ich bin auch gespannt, wie schnell wir die 3000er knacken, weil da fehlt nicht mehr viel. Und dann gibt es wieder eine Verlosung. Genau. Da könnt ihr euch dann schon drauf freuen. Also, Tschüssikowski, eure Kiwi. Ciao.